Nächste Woche werden schon die Quartalszahlen aus dem letzten Jahr, also von Q4 2022 bei Palantir veröffentlicht. Und da ich selbst in Palantir investiert bin, ist es für mich persönlich extrem wichtig, mich hier darauf vorzubereiten. Und vielleicht bist du ja auch in Palantir investiert oder überlegst vielleicht dort zu investieren. Dann solltest du dir auf jeden Fall dieses ganze Video hier einmal anschauen. Und dann kannst du natürlich gerne auch zum Schluss deine Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. So, verschwenden wir keine Zeit und beginnen hier erstmal mit dem Chart von Palantir. Und in meiner letzten Chartanalyse hatte ich Folgendes gesagt. Ich muss hier erstmal eine kleine Warnung aussprechen. Wenn wir uns den Chart anschauen, da sieht das Ganze natürlich für den einen oder anderen schon sehr, sehr bullisch aus. Man muss aber sagen, wir befinden uns jetzt beim RSI-Indikator schon extrem im Überkaufbereich. Das ist ein Indiz dafür, dass irgendwann die Aktie auch wieder einen Rücksetzer sehen kann. Denn keine Aktie, kein Kurs steigt nur nach oben. Es gibt immer wieder Rücksetzer. Wir haben hier auch zusätzlich noch ein Gap zwischen diesen zwei Kerzen. Das bedeutet, dieser Gap wird früher oder später auch geschlossen werden müssen. Das könnte natürlich dann auch nochmal ein Indiz sein, dass wir einen Rücksetzer sehen werden, vielleicht sogar schon nächste Woche. Vor allem, weil wir auch noch zusätzlich hier an dieser Resistance-Linie gerade kleben. Man sieht das auch ziemlich gut, dass wir diese Resistance-Linie nicht geschafft haben zu durchbrechen, wenn ich jetzt hier in den 1-Stunden-Chart wechsle. Seitdem sehen wir tatsächlich genau wie in meiner Prognose vorhergesagt, dass der Kurs der Aktie hier an dieser Resistance-Linie abgeprallt ist und danach nach unten gefallen ist. Seitdem haben wir auch bei Palantir, wenn wir uns das Ganze einmal anschauen, so knapp minus 11% gesehen. Heißt natürlich, jeder, der jetzt hier aussteigen konnte oder vielleicht Teilgewinne mitnehmen konnte aufgrund des Videos, da an der Stelle herzlichen Glückwunsch. Aber es ist natürlich wie immer keine Finanz- oder Handlungsempfehlung. Es ist nur Entertainment und ihr müsst selber entscheiden, was ihr mit eurem Geld macht. Auf jeden Fall sehen wir aber aus chartanalytischer Sicht, dieses Gap, was ich vorher erwähnt habe, das wurde geschlossen. Heißt natürlich, ab jetzt könnte auch die Aktie wieder in eine Rallye starten, weil dieses Gap geschlossen wurde. Da muss ich aber ganz klar sagen, sehe ich es noch nicht so positiv. Also hängt natürlich auch wie immer mit dem Gesamtmarkt zusammen. Aber trotzdem ist Palantir gerade sehr, sehr schwach aufgestellt. Zum einen haben wir hier die Quartalszahlen vor uns, wie ja schon vorher erwähnt. Und da werden wir gleich nochmal im Detail darauf eingehen. Und hier muss man ganz klar sagen, in den letzten Quartalen hat die Aktie halt die Erwartungen der Analysten eigentlich nicht ein einziges Mal erfüllt. Und jedes Mal konnten wir danach entweder so einen starken Abverkauf sehen oder so einen kleinen Abverkauf bzw. so eine Seitwärtsbewegung. Dementsprechend würde ich mich hier auch eher darauf einstellen, dass wir wieder uns nach unten bewegen. Und wenn ich mir jetzt hier auch die MACD-Linien anschaue, dann sehen wir, dass wir gerade in einen Abwärtstrend uns wechseln. Könnte natürlich ein ganz krasses Indiz sein, genau vor den Earnings, also vor den Quartalszahlen, dass wir hier in diesen Abwärtstrend reingelangen. Zum Glück haben wir hier noch diese Supportlinie, also das wäre jetzt der Support bei ungefähr 6,80 Dollar oder 90, wo ich sagen würde, je nachdem wie die Quartalszahlen ausfallen, hier könnten wir dann eben landen. Hängt wirklich davon ab, ob man jetzt das erste Mal hier was Positives sieht oder was Negatives. Ich würde mich persönlich aber eher auf negative Sachen einstellen und die erkläre ich jetzt auch im Einzelnen. Denn zum einen, wenn wir jetzt uns hier die Zahlen anschauen, haben wir natürlich im dritten Quartal 2022 hier schon gesehen, dass der Umsatz nicht wirklich stark gewachsen ist. Und man darf nicht vergessen, Palantir ist ein Wachstumsunternehmen. Also wenn ihr das zum Beispiel mit sowas wie Tesla vergleicht, dann seht ihr ja, dass hier der Umsatz nicht so stark wächst wie 40-50%, sondern wir sind sogar unter der Prognose von Palantir selber. Also Palantir hat da eigentlich immer mit 30% gerechnet, beziehungsweise das Ganze auch immer wieder gesagt, wurde jetzt in letzter Zeit nicht mehr so häufig erwähnt, weil man jetzt auch sieht, dass der Umsatz doch nicht mehr so stark wächst und da ist dann auch wirklich die Frage, wie es jetzt im letzten Quartal aussehen wird, also in Q4 wird es wieder diesmal noch weniger sein als 22%. Einige prognostizieren sogar 16% Wachstum. Das wird natürlich sehr, sehr interessant sein, wie sich das dort entwickelt. Zum anderen haben wir natürlich auch noch einmal Probleme hier bei den Stock-Based Compensations. Wir sehen zwar, dass das Ganze jetzt seit Q3 2021 jetzt bis Q3 2022 zurückgegangen ist. Also wir haben hier wirklich so einen kleinen Downtrend. Aber wir sehen immer noch, dass die Zahl hier doch relativ hoch ist. Und dann wird hier die Frage sein, ob wir jetzt in Q4 hier wieder einen geringeren Betrag sehen. Und zwar deutlich geringer von der Anzahl her. Oder ob das eher ungefähr hier in diesem Bereich hier sich abspielt oder vielleicht sogar wieder höher wird. Das wäre jetzt die Frage. Wird sehr, sehr interessant sein, denn durch diese Stock-Based Compensations wird der Aktienkurs immer weiter verwässert. Das heißt, auch die Gewinne pro Aktie werden immer weiter verschlechtert und verwässert. Und das spiegelt sich auch dementsprechend im Kurs der Aktie wieder. Was man vielleicht noch positiv anbringen kann, ist hier die Bruttomarge. Denn die liegt zumindest im dritten Quartal 2022 noch bei knapp 80%. Ist tatsächlich bei Softwareunternehmen nicht unüblich, aber trotzdem noch sehr, sehr positiv zu sehen. Was sehr, sehr interessant sein wird, ist natürlich, wie das Ganze im vierten Quartal jetzt aussehen wird. Bleiben wir bei diesen 80%, das würde mich persönlich extrem freuen. Oder fallen wir halt unter die 80%, dann wäre das definitiv eine rote Flagge. Man sollte hier definitiv aufpassen.
Was aber tatsächlich viel wichtiger ist als jetzt die Bruttomarge, zumindest für mich persönlich, ist die Net Dollar Retention. Und die sah im ersten Quartal 2022 noch sehr, sehr gut aus. Hier hatten wir 124%, was echt positiv ist. Dagegen war die aber im zweiten und dritten Quartal nur noch bei 119%. Das heißt, die ist runtergegangen. Und das ist tatsächlich bei Softwareunternehmen bzw. bei sogenannten SaaS-Unternehmen, und das ist Palantir, eine der wichtigsten Kennzahlen. Denn die besagt im Grunde genommen, wie viel des Umsatzes des Vorjahres durch Kündigungen, durch Kunden verloren wurde, im Vergleich zu den Gewinnen durch Kunden, die dann sich dazu entschieden haben, Accounts zu erweitern oder abzugraden. Das heißt, wenn jetzt jemand extrem zufrieden ist und der hat diese Standardversion von Palantir, der möchte aber die Premium-Version, dann wird er das Ganze upgraden, dann wird Palantir auch dementsprechend natürlich mehr Umsatz generieren, und in der Zwischenzeit kann es natürlich sein, dass der ein oder andere Kunde kündigt. Das Ganze wird man dann ins Verhältnis setzen und dann kommt die Net Dollar Retention raus. Und die sollte, wie in diesem Fall, auf jeden Fall immer über 100% sein. Das ist ein sehr, sehr positives Zeichen. Wir sehen hier aber einen kleinen Rückgang tatsächlich in den letzten Quartalen, und da wird es sehr, sehr wichtig sein zu sehen, dass die nicht noch weiter gefallen ist. Zusätzlich haben wir auch noch letztens gesehen, dass Katie Wood vom ARK ETF ausgestiegen ist. Also wenn wir uns das hier jetzt einmal anschauen, dann sehen wir, dass Katie Wood ja letztes Jahr sich irgendwann dazu entschieden hat, komplett alle Palantir-Aktien zu verkaufen. Jetzt sind die auch dementsprechend komplett auf Null. Das ist natürlich auch definitiv schade, weil das einfach ein sehr, sehr bekannter ETF gewesen ist und dementsprechend natürlich auch viel Aufmerksamkeit auf Palantir gezogen hat. Das wird interessant sein vielleicht, um zu sehen, ob in 2023 der ARK ETF sich wieder dazu entscheidet, in Palantir einzusteigen. Das kann definitiv sein. Würde mich nicht wundern, wenn Palantir aber wieder vernünftige Zahlen hier abliefert. Das müssen wir einfach weiter beobachten. Wenn wir uns das bei Alpha Spread hier einmal anschauen, dann muss man zumindest sagen, dass Palantir gut aufgestellt ist für eine Rezession, denn die haben genug Cash, um das Ganze zu überleben. Die haben tatsächlich auch null Schulden, also man muss sich jetzt keine Sorgen machen, dass irgendwie Palantir überschuldet ist. Das Ganze sieht man hier auch bei den Long-Term Liabilities und Short-Term Liabilities, habe ich auch schon häufig angesprochen. Das heißt, dementsprechend ist das hier eigentlich sehr, sehr positiv zu sehen. Und wenn wir uns jetzt hier auch die Prognosen von der Wall Street anschauen, da muss man ganz klar sagen, unterscheiden sich die Prognosen natürlich auch extrem. Wir sehen, dass die schlechteste Prognose bei ungefähr 4,50 Dollar liegt, die mittlere bei ungefähr 9 Dollar und die höchste bei ungefähr knapp 16 Dollar. Ich würde eher tendenziell zwischen diesen beiden liegen. Ich würde sagen, wir sind bei Palantir, was das jetzt angeht, eher zwischen den 4,50 Dollar und 9,20 Dollar, obwohl ich ja in Palantir investiert bin. Ich versuche das Ganze so realistisch wie möglich zu sehen, denn ich muss ganz klar sagen, die letzten Quartale haben mich persönlich echt enttäuscht und ich musste auch wirklich viel darüber nachdenken, ob ich nicht mein Investment im Verlust verkaufe und mein Geld lieber anderweitig irgendwo anders investiere und dort die Gewinne mitnehme. Habe es bisher noch nicht gemacht, weil ich die Hoffnung in Palantir nicht verlieren möchte. Ich glaube, das Management hat einiges richtig gemacht, an der Stelle logischerweise auch einiges falsch gemacht. Für mich wird es jetzt entscheidend sein, wie das Jahr 2022 abgeschlossen wurde, um mir ganz genau nochmal neu mein Bild machen zu können. Was mich natürlich zum Schluss sehr interessiert, ist deine Meinung. Bist du in Palantir investiert? Wenn ja, bei welchem Kurs? Was ist deine Prognose? Was ist deine Analyse? Schreib mir gerne deine Meinung unten in die Kommentare und wir sehen uns wieder im nächsten Video.